Ein Wasser für die Frau Götzli-Gruppe, das ist außer Puste. Okay, also, wer war für die bezaubernde Frau Götzli-Gruppe? Ja, ist doch so, dass wir heute das Spiel verlieren, oder wie? Okay, wir verlieren einfach nicht. Ja? Sie haben alles in Frage, es ist einfach nicht machbar. Das ist unser Abi-Streich und da müssen wir mit. Aber, also, einen Applaus für die Frau Götzligo. So. Das Kochduell. Josef, das Kochduell. Oder sollen wir denn die Aktivitäten mit meiner Mutter Frau Kula? Okay. Die Frau Köhler war, also wir haben mal nichts gegen die Frau Köhler, aber die Frau Köhler hat dummerweise im Unterricht einmal so einen Spruch loslassen. Und zwar, Schacki, was hat die Frau Köhler einmal gesagt? Die hat gesagt, was hat? Mit Flossen schneller als Biggi. Die Frau Köhler hat einmal gesagt, weil der Christian Striegel, der ist des Öfteren zu spät gekommen, weil er halt nichts dafür hat können. Der Reifen ist ja dreimal in der Woche kaputt gegangen und naja. Auf jeden Fall hat dann die Frau Köhler gemeint, sie ist mit Flossen schneller im Klassenzimmer als der Biggi normal. Das haben Sie immer gesagt, Frau Köhler, das haben wir uns erklärt. Aus der Biggi! So eine provokante Aussage, sag nochmal. Der Partie, oder? Also Stuhl, vielleicht kann sie die Flossen anprobieren. Die sind übrigens vom Aquaterm, die Flossen. Danke an Beholz, Bademeister. So, wir brauchen jetzt dann da unten ein bisschen Platz, dann machen wir das irgendwie hier drin. So, einmal um die Aula rundum einen Wettlauf. Biggi, du hast extra trainiert die Woche, wie hat denn dein Trainingsprogramm ausgeschaut? Ja, wenn die Säule erst ja, ja, sehen, was für jeden Tag nur. Also der Biggi hat sich super drauf vorbereitet. Er ist gerüstet. Für den Würstelsemmeln draußen, der Herr Lummer möchte einen Verkauf machen. Ja. Nochmal Werbung für den Piano Berner, der uns freundlicherweise die Anlage umsonst zur Verfügung gestellt hat. Okay, Frau Köhler, passt, oder? Nein, wir haben noch gar nicht aufgehört. Wir brauchen jetzt eine Strecke, und zwar... Die gehen wir jetzt einmal ab. Oder? Ja. Also, wenn wir da beim Herrn Zeller Junior starten, bei den Stühlen, um die Säule und die Stühle rundum, und dann also einmal aus rundum und wieder daher. Okay. Ihr lasst bitte die Frau Köhler tun, und der Christian auch, und dann sagen, auf die Blitze, fertig, los! Für den Herrn Weigel, bitte.
Einen Applaus nochmal für Herrn Weigel, das hat gerade entscheidend funktioniert. Applaus! Ho, ho, ho. So. Schmeißen Sie selber. Das heißt, ganz einfach. Wir, oder wir haben einen Orangensaft da. Wir haben einen Tipp Herbedistelöl. Ein reines Sonnenblumenöl von Bodi. Ein Apfelessig haben wir noch. Dieses cholesterinfrei. Einen Erdbeersirup. Und meinen grünen Tee. Brauchen wir vielleicht ein bisschen Senf zum Frühstück draußen? Ja? Ja, ich glaube das ja. So, und zwar, ich gebe euch einfach. Ja, okay. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Der Weigel tritt die Hilfe von Stefan an. Wieder mischt dem Gegner ein Getränk. Der Gegner bringt das Getränk dann. Und wer es nicht trinken kann, hat verloren. Ganz einfach. Der muss dann mal ein bisschen blechen. Also, jeder hat einen Becher. Der Weigel hat einen Becher. Und der Stefan hat einen Becher. Und sie dürfen sich jetzt bedienen. Das Getränk ist jeweils für den anderen, das was Sie mischen, was für einen Abiturienten oder den für Sie. Also möglichst kreislich und dann sage ich sagen, mischen wir mal was. Auf geht's. Okay, schauen wir mal. Spezialcocktail und dann können wir da immer ganz volle Noten dabei raus. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Okay. Das ist nicht so, dass es ein bisschen angenehmer wird. Kann ich sagen? Ja, das ist jetzt sehr schlecht. Okay. Das kommt Herrn Weigel, das hat schon so ein bisschen Knopf hingebunden. Achso, ja, das ist das Problem. Entschuldigung. Ja. Das ist, schaut sehr fettig aus, ein bisschen Essig drin. Genau. Ich würde sagen, fangen wir unten drin an, oder? Ja? Okay. Ich würde sagen, der Josef legt nochmal von Herrn Weigel. Es stoppt doch, wir müssen jetzt sagen, dass der Weigel alles hier eine hat. Also, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Josef, was Tolles zu mixen. Zunächst habe ich eine Grundlage gegeben mit grünem Tee, gemischt mit Orange. Ein, zwei Tropfen von diesem, Apfelessig. Dazu von diesem Erdbeersirup und am Schluss Orangensaft drauf. Also ein leichtbekömmlicher Mixgetränk, der wirklich bekommt. Er hat zwar nicht zugehört, aber es wird ihm trotzdem schmecken, denke ich. Ja? Also. Okay, jetzt ist mal was, Herr Weigel, ich muss sagen, Josef, was war in unserem Cocktail drin? Also bei uns war Apfelessig drin, viel Sonnenblumenöl. Ist gut für die Verdauung. Ja, das war ein Witz. Herbedistelöl, ein Tropfen Erdbeersirup. Erdbeersirup ist gut. Ganz viel Orangensaft. Und ein bisschen Orangensaft, okay.